Eben, ich stehe, denke ich auf. Ja, Chima, ich stehe ja gleich auf. Nicht gleich, jetzt, und kommst wegen dir wieder zu spät zur Arbeit. Die Arbeit, ich stehe gleich auf. Eben, ich stehe, denke ich auf. Auf, mit. Oh ja, Chima, ich stehe gleich auf. Gott, komm jetzt auf. Ja, geh arbeiten, ich stehe auf. Und jetzt mein Passwort. Oh, kann das nicht. Oh, Mann. Oh. Was war das? Sie haben den Termin mit Familie Hacker verpasst. Oh, verdammt! Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe morgen gleich den Termin mit den Hackers verpasst, weil ich ja wegen unserem Fahrstückchen nicht aus dem Haus kam. Moment, und ansonsten hätte ich einen guten Job mit. Nee, noch nicht. Ich muss mal gucken. Steven, nimm das mal ein bisschen ernster. Du bist 17, bald 18 Jahre. Ja, Mann, jetzt chill mal. Was hast du heute unternommen? Naja, ich hab gezockt. Jetzt reißt du mir. Du sitzt den ganzen Tag in deinem Zimmer und zockst, anstatt deinen müden Arsch zu bewegen und den Job zu suchen. Chill mal, Alter, das gebe ich mir nicht. Ich gehe jetzt mein Zimmer weiter essen. Ja? Herr Schmörder, Sie müssen gleich zur Übergabe der Schule bei Familie Hacker sein. Schneider, ich habe mein Bestes gegeben. Klaus ist krank, also. Gucken Sie doch. Steht Maßstab 1 zu 10. Schneider, was ist los? Ich gehe nicht. Ich rufe einen Notarzt. Guten Tag, 15 Uhr morgens. Guten Tag, 15 Uhr Schneider. Die Mann liegt 10 Uhr 20. Aber ich muss die Wand, ihr Mann hatte einen Nervenzusammenbruch und hat jetzt nur. Oh, Tag, was ist passiert? Papa, mir geht's. Was ist denn passiert? Er hat einen Nervenzusammenbruch. Er hat keine Luft bekommen. Oh, Schatz. Er kann jetzt nicht reden, er braucht Ruhe. Aber was soll der jetzt machen? Wie soll das nicht halt weiterlaufen? Steve, du musst den Laden übernehmen, bis dein Vater wiederkommt, wenn er überhaupt kommt. Ja? Okay. Henrik, ich kann dir bestimmt helfen, wenn es okay ist. Ich weiß nicht, ob ich das packe, aber ich muss meinem Vater helfen. Er kann es ja nicht machen, er ist ja krank. Ich mache es. Ja, okay, ich mache es. Papa, ich mache es. Toll, mein Sohn. Der Schrank, zwei ist in zwei Tagen fertig. Herein. Papa! Ja, Frau Schulz, ich rufe in zwei Minuten zurück. Mein Sohn, ich bin so stolz auf dich. Du hast die Firma ganz alleine geleitet. Wenn du deine Lehre fertig hast, kannst du ruhig die Firma übernehmen. Ach Papa, ich bin froh, dass du wieder gesund bist.